Ich liebe es ja, an so freakigen Spots rumzuprobieren, ob man nicht da was rausziehen kann und irgendwie was fangen kann. Und gerade hier auf der Wiggledy-Diggledy, auf der wackelnden Brücke, macht es halt besonders Bock. Ja, warum macht's denn hier besonders Bock? Weil man die Fische aus unglaublicher Tiefe hier hochziehen kann und dann schön bommeln lassen kann. Und bis die oben ankommen, sind die quasi schon luftgetrocknet. Ja, nee, also, ja, guter Spot, immer mal wieder testen. Weil man eben hier die Möglichkeit hat, mit drei Routen gleichzeitig an dieser Stelle, hier ist es ja, hier geht es halt zum Leuchtturm, einfach mal hier schön in die Rinne reinballern kann. Schön weit, das ist eben das Schöne. Man könnte hier mit 50 Metern oder was, ja, sogar mehr, ne? Aber schon vielleicht bei 60, 70, 70, 80 Metern. Bis ins ganz Tiefe da rausballern. Man kann hier auch durchjiggen und solche Sachen machen. Durchaus eine Möglichkeit. Allerdings muss man wirklich sagen, immer wieder ein bisschen tricky und eigentlich auch empfehlenswert, immer ein etwas dickeres Setup zu nehmen, weil man halt die ganze Zeit einen Fisch halt in der freien Luft hier hin und her bommeln lässt. Da sollte die Tragfähigkeit des Vorfachs auch schon ein bisschen mehr aushalten. Ja, und ich bin hier aus auf die verschiedenen Renkenarten mal wieder. Zuletzt waren die Renken ja auf der anderen Seite. Da kam man aber auch ganz gut eben noch hier von dem kleinen Schniepi aus. Da kam man ganz gut hier in dem Bereich. Da konnte man ja auch seine drei Routen abstellen. Und ja, es gibt leider hier in dem ganzen Bereich gibt es keine Möglichkeit, sehr, sehr, sehr schade, in diese Area zu werfen. Das ist halt echt schade, ne? Echt schade. Guck mal hier, da geht einer rein, da ist schon was am Rumzuppeln. Auf der 2, wir gehen auch gleich nochmal auf Set ein. Zack, den nehmen wir mit. Kurz anschlagen. Ich teste mal wieder blind. Es hieß vor 2 Tagen, hieß es im Chat, da kommt der erste. Ludogarenke. Ja, sehr schön. Im Stream-Chat hieß es allen hier auf der Brücke mal wieder. Da habe ich gesagt, ja, der kann da wohl nicht schon wieder auf der Brücke. Ja. Und jetzt ist mir gerade nochmal so eingefallen, habe ich gedacht, ach komm, gehst du mal zur Brücke. Ladogarenken und so fehlen mir eh noch. Und ich weiß gar nicht, wer hat das denn noch geschrieben? Direkt mal ins Discord eben gucken. In der Trophy-Halle. Ja, da hieß es mir auch schon wieder allen, ich habe meine Foxy-Renke als Trophy endlich gefangen. Ich weiß gar nicht, ob sie drinne ist. In der Trophy-Hall. Ja, und das Viech ist natürlich auch echt mega gut. Super selten. Foxy-Renken. Ist, glaube ich, nicht drinne. Genau, Pelletmarine und sowas alles. Und dann die Lodoga, das ist aber schon von letzter Woche. Super seltener Fisch. Und ich angel auf diese ganzen Renken auch schon recht lang. Seit Bestehen des Gewässers hier sozusagen sofort Attacke Vollgas mit auf die Renken auch gegangen. Und es war, ja, bisher immer schwierig. Lodoga-Renke geht vielleicht mal noch rein. Aber diese ganzen anderen Fischarten hier, super selten. Gucken wir mal eben hier rein. Hier Wolcho-Renke. Genau, dann haben wir hier die Foxy. Walambuckel-Maräne. Solche Sachen. Einfach wild. Ripus-Maräne. Da ist die Lodoga-Renke. Also, super wild, super schwierig, diese Renken zu bekommen. Aber ja, man braucht sie zum einen natürlich auch noch für eine Challenge, für eine Qualifikation. Da muss man so ein Viech aus, in Trophäengröße aus, ich glaube 4,50 Meter Tiefe rausziehen. Und ja, wenn man hier allgemein seine
Achievements oder hier oben seine Trophäen erhöhen möchte, die Anzahl der verschiedenen Trophäen, dann muss man die irgendwann mal rausziehen. Dann braucht man die auch. Und ich glaube, die sind, also sie sind zwar selten, aber so richtig schwierig zu ziehen sind sie ja eigentlich nicht. Das sind ja jetzt keine Monster, wo man ein super Set irgendwie für braucht. Man muss einfach einen Spot finden, natürlich ein bisschen Luck haben und dann lückt das. Gehen wir mal eben hier aufs Set ein. Wir hatten ja hier gerade schon einen Biss. Gehen wir mal hier auf die mittlere. Wobei alle Routen gleich zusammengebaut sind. Ich bin hier, ich sag mal, mittelschwer unterwegs mit den Winkelpickern jetzt gerade. Winkelpicker ausgerüstet. Und dann Attacke Vollgas hier. 40 Gramm Blei, damit ich ein bisschen weiter raus kann. Und 7,7 Kilo Vorfach, Fluorocarbon-Vorfach. Man könnte noch ein bisschen dünner gehen, aber da habe ich jetzt halt so ein bisschen Bedenken, wenn man die halt hier jetzt hochziehen muss und dann bommelt das die ganze Zeit so an der Brücke und dann zappeln die vielleicht auch noch zusätzlich, dass du da einfach zu viel Action dann drauf hast. Das Risiko wollte ich nicht eingehen, deswegen ein etwas dickeres Vorfach. Ja, Einserhaken, Vierer bis Einserhaken, würde ich sagen, ist durchaus vernünftig. Und Steinfliegenlarve, Köcherfliegenlarve, solche Sachen. Vielleicht stelle ich mich auch gleich nochmal mit der Pose hier hin. Auch durchaus eine Möglichkeit, ne? Schön mit der Match. Kommt man auch gut weit weg. Match habe ich schon häufig hier gemacht. Ich hatte hier vor vielen Monaten auch schon einen Stint Super Trophy hier gefangen und solche Sachen. Also es ist ein ganz vernünftiger Spot. Kann man sich einfach mal hinstellen. Wie gesagt, gerade auch mit den Matchrouten kommt man locker bis hinten zu den Bojen. Das heißt, du könntest dich hier mit drei Matchrouten hinstellen. Natürlich auch immer schön auf Spannung halten, die Schnur. So ein wenig. Und dann, ja, wenn man halt da hinten sieht, dass sich da was tut, kurbeln, was das Zeug hält zum Anschlagen. Weil wenn man da in Tiefe, keine Ahnung, 4 Meter tief oder sowas auch noch angelt, dann muss man da richtig die Schnur richtig unter Druck setzen, dass das dann auch vernünftig hakt. So, ich würde sagen, ich teste jetzt erstmal hier so ein bisschen rum. Ich hoffe, das lübt hier. Also geil. Man steht ja irgendwie überhalb der Brücke, ne? Man steht ja gar nicht richtig drauf. Auch da steht auch alles. Das fliegt hier so alles in der Luft. Aber egal. Hauptsache, das lübt. Ist übrigens eine der Stellen, man kann es hier einfach über die Routen latschen. Hauptsache, es lübt und wir ziehen hier die dicken Dinger raus. So, bis gleich. Okay, Leute, kompletter Plan, kompletten Plan überworfen. Ich komme einfach irgendwie nicht weit genug raus. Zack, dreimal die Match hier jetzt hingestellt. Bam, 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 1, 2, 3. Und jetzt, ja, komplett das Ganze umgeworfen von 2 Meter auf 2,70 Meter auf 3 Meter ungefähr, 3,50. Drei verschiedene Tiefen hier jetzt ausgetestet, rausgeballert und dann einfach mal gucken, was die Matches hier jetzt so machen, ob da was geht. Köder auch da wieder alle gleich, schön mit Eintagsfliege, beziehungsweise mit Steinfliege und Eintagsfliege. Guck auf A1, auf A1, auf A1, da geht schon was los. Schon mal ran hier an die Route. Und da ist auch zack, der erste Biss. Sehr gut. Das hat jetzt gar nicht lange gedauert. Das war die Route, die ich jetzt zuletzt ausgeworfen habe. Direkt nochmal neu. Die auf 1,95 Meter ist. Ich glaube auf der 2. Die 2 hat sich auch gerade verabschiedet. Nee, da ist sie noch zu sehen. Okay. Und eine Foxy-Ränke. Genau das Viech wollen wir haben. Nur noch ein bisschen dicker. Aber 1,1 Kilo sieht schon gut aus. Das sieht auch schon gut aus. Zack, halb aufgeladen. Ihr seht, aber ist dann natürlich auch eine Wahnsinnsroute. Schön weit raus damit. So, machen wir wieder auf. Lassen das so ein bisschen hängen. Schnur wieder so ein bisschen nachspannen. Zack, und bügel wieder auf. So, damit man sofort sieht. Jetzt ist er auf der 2, da zuppelt es auch langsam los. Nehmen wir schon mal in die Hand. Da ist der Bügel sogar schon zu. Das heißt, wenn es jetzt gleich runter geht, Einholgeschwindigkeit maximal. Bremse erstmal noch ein bisschen lockerer. Und wenn es jetzt gleich schön weit runter geht, auch da Max einkurbeln.
Aber das tänzelt da so ein bisschen wild rum. Man sieht es ja leider schlecht, ne? Und zack, es hakt auch. Sehr schön. Sehr schön. Auch hier wieder eine fantastische Route für den Anfang, wenn man beim Posenangeln gerade zugange ist und anfängt und vielleicht noch nicht den Doppelköder hat. Ludogarenke, sehr schön. Dann kaufen sich viele diese Route hier, weil man da auch noch ein Plus auf die Posen, aufs Posenskillen hat. Hier die Rebellion, ne? Plus 5 auf Posenfischen. Dann hat man schon mal speziell auf der Route eher die Möglichkeit, den Doppelköder zu nutzen. Aber eben auch Plus auf die Montagearten. Also wirklich auch eine lohnenswerte Route. Hier habe ich ja plus 3 auf die Montagearten, aber nicht mehr auf das Posenangeln an sich. Und irgendwie fehlt mir hier... Hat aber nicht gehakt. Oder ich habe es einfach nicht gesehen. Die ziehen wir nochmal richtig raus. Guck mal, war auch nicht richtig eingestellt. Immer wichtig, ne? Maximale Einholgeschwindigkeit. Maximale Einholgeschwindigkeit. Bei der muss ich ein bisschen weiter werfen. So, zack, dann sind wir auch hier bei den Bojen angelangt. Sehr schön. Absinken lassen. Bisschen straffen. Bügel wieder aufmachen und abstellen. So, dann sieht man das auch alles wieder schön. Also ich finde Matchangeln, Posenangeln hier an der Posi, mega geil. Das macht halt richtig Bock. Ja, jetzt müssen bloß die Brocken noch reinrasseln. Viel schon rumprobiert, viel Zeit hier vertrödelt mit dem Grundangeln. Und ihr seht, sobald es losgeht hier mit dem Posenangeln in den verschiedenen Tiefen, da kann man halt auch noch viel, viel mehr rumspielen jetzt. Viel mehr Möglichkeiten. Das ist ja quasi wie Stippen, ne? Stell dir vor, du fährst dann mit dem Boot bis da hinten hin und da geht was auf der 1. Die 1 ist auch in Action. Der ist gehakt. Jetzt müssen wir mal gucken. Schön den Blick auf der 1 halten. Irgendwas Kleines. Donk, donk, donk. Keine Zeit, ich muss auf die 1 gucken. Winzige Foxy, okay. Aber die Foxy-Renken, die sind da. Auf der 3. Er ist Haken. Er ist immer Haken. Und auf der 1. Auch dran. Ah, sehr gut. Jetzt erst die 3. Aber das ist irgendwas Kleines nur. Genau, die 1 ist schön stramm noch. Schnell ziehen. Einmal schwingen. Links und rechts und ran. Ripus in klein. Auch schön. Halt, die müssen wir weiterwerfen. Ripus-Maräne. So, jetzt schnell raus. Die 1 ist noch aktiv. Die 2 auch schnell raus. Muss ja weiterlaufen hier. Ah, die muss ich auch nächstes Mal ein bisschen weiterwerfen. Und jetzt kommt die nächste. Sehr schön. Genau so muss das laufen. Da macht das halt auch Bock. Schön ein nach dem anderen. Und wenn jetzt gleich noch die Größen sich ein bisschen ändern. Ja, die müssen halt ein bisschen dicker werden noch. Aber dann lübt das doch hier. So. Sehr gut. Absinken lassen. Zack, auf der 3 schon sofort wieder. Die Schnur ist so stramm. Ist der Bügel offen? Nee, ist zu. Aufmachen mit K. Dass das Ding schön abziehen kann. Und in dem Moment, wo ich es halt jetzt gleich hochhebe, dass es nicht ruckelt. Genau. Jetzt sieht man es. Schnur fällt ein bisschen runter. Und jetzt kann der Fisch gleich schön abziehen. Beziehungsweise erstmal runterziehen. In der Zeit greife ich mir das Teil. Verscheuche den Fisch nicht. Auf der 2 auch direkt. Bisschen nachziehen. Ich muss jetzt die 3 dran. Scheiße, nicht gehakt. Zu spät wahrscheinlich. Bügel wieder aufmachen. Bügelkontrolle hier. So. Ja, so oder so ähnlich. So oder so ähnlich kann's gehen. So oder so ähnlich soll's gehen. Zack, jetzt nächster. Und da ist er dran.
und schnell den Blick noch auf der 2 lassen, weil da war auch was dran. So, der Fisch doppelt jetzt hier so übers Wasser. Ist halt, ne, wenn die ganze Zeit nach oben ziehst, die sind halt relativ schnell draußen und haben gar keine Chance. So, und raus wieder damit. Perfekt, absinken lassen ein bisschen. So. Und Instant-Biss, kann nicht sein. Instant-Biss. Was ist das denn? Gerade erst gelandet, sofort ist sie weg. Das ist ja sensationell. Und auch noch was Dickeres. Na, vielleicht eine Forelle oder sowas. Das kann natürlich auch sein, oder? Im Absinken sozusagen. Das ist ja wild. Und mit Schwung. Och, guck mal, die Ripus. Eine gierige Ripus, nicht schlecht. Nicht schlecht, die nehmen wir doch gerne mit, ey. Im Absinken, ist da was auf der 3? Ja. Man sieht sie halt so schlecht, ne? Man sieht sie halt leider so schlecht. Wäre natürlich zu überlegen, jetzt tagsüber die schwarzen zu nehmen. Ich glaube, die sieht man dann besser. Und dann in der Nacht die weißen Waggler. Kauft euch die weißen, ne? Nächstes Mal Weihnachten, wenn die wieder da sind. Schön die, und wieder eine Ripus. Schön die weißen Waggler kaufen. Ich teste mal. Oh, mit 14 Gramm, Alter, bin ich viel zu weit, ey. So, machen wir eben auf. Ja, ja, sieht man ein bisschen besser, aber ich glaube, der Hauptgrund, warum man es nicht sieht, ist, weil da irgendwie die Grafik, die, keine Ahnung, was das ist, also irgendwie verschwinden die einfach zwischendurch in Gänze. Also, weiter testen jetzt hier, ich ziehe jetzt noch ein bisschen was raus und ich hoffe, dass wir jetzt hier auf der Pose auch die richtig dicken Brocken kriegen. Alter, 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 was ein Ditte. Uff. Oh, wahrscheinlich eine Sefo, oder? So fett. Ei, 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 was haben wir denn da? Mach mich nicht fertig, ey. Und, oh. Boah, dicke Ludoga-Ränke. 2,8er-Ding kann man mal machen, ey. Alter, der ballert aber rein. So, ich würde sagen, die letzten 2, 3 Dinger rausziehen. Und dann gehen wir mal zum Verkaufen. Ich glaube, hier war auch noch irgendwo was dran. Hat er gehakt? Hat gehakt. Siehst du, das ist einfach das Schöne auch beim Matchangeln. Das hakt auch zwischendurch einfach von allein. Das ist halt top. So. Und gib ihm. Man sieht ja schon, wenn die so rumschwingen, wenn die so dunkel sind, so einen schwarzen Rücken haben. Ripus-Maräne wieder, sehr gut. Die Ripus sind auch nicht so schlecht, ey. Die sind auch gar nicht so schlecht. Fehlt mir auch noch in dick. Und hier geht der nächste, oder? Und nicht gehakt. Verdorrig. Und nicht gehakt. Abgeflutscht irgendwie. Tja, auf die Länge, ey. Auf die Länge ist das schon immer tricky. Gucken wir nochmal eben auf der 1 und dann würde ich sagen... Zack. Dann würde ich sagen... Gehen wir mal eben schnell zum Markt, machen da mal einen Break. Also, wenn ihr Bock habt hier auf Pose, auf Match, vielleicht auch mit der Bollo, kommt man vielleicht auch so weit raus. Wobei, könnte knapp werden, ne? Mit der Bollo, dass man da so viel Meter schafft. Ludoga-Ränke wieder. Ich denke, mit der Match, auch mit der kleineren Match, da muss ja auch gar nicht so viel Tragfähigkeit dran sein. Aber damit sollte man das ganz gut schaffen hier. So, machen wir mal eben alles dicht und dann schauen wir mal gerade, was das Ganze so gebracht hat. Also, da sind wir, da sind die Brocken, viele maßige dabei, wenn wir jetzt mal so nach dem Preis gehen, dann sieht das natürlich auch schon wieder gar nicht so verkehrt aus. 27 für so eine Volcho-Ränke, haut natürlich gut rein, Foxy-Ränken, Ludoga-Ränken. Also, die Preise sind wirklich gut, 140 Silber, tja, in Gänze... ist es, ich sag mal, okay von der Fangzeit her, von Grund auf Pose, so. Und dann ging es dann doch deutlich besser. In der Nacht war tatsächlich auch gar nicht so viel los. Also schwerpunktmäßig wirklich am Tag. Und ich werde dann noch ein bisschen weitermachen. Gerade auch hier die Ripus-Maräne. Sieht ja wirklich gut aus, das Ding. Da geht auch noch einiges.
Und ja, mein Zielfisch immer noch die Foxy in Trophy, beziehungsweise eigentlich, ich will sie alle als Trophy haben. Machen wir uns mal nichts vor. So, rausziehen ihr Lümmels, ich mache hier noch weiter. Petri zieht raus die Brocken, schön entspannt auf Pose. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri.